Yay. Hallo und willkommen zurück zu Sanctum 2 im Randgebiet. Ja. Sind wir nee. Am Staudamm. Es bewegt sich in Richtung Norden. Wir müssen uns schnell was einfallen lassen. Wir könnten mit der Sokol noch einen letzten Schuss abfeuern, aber dafür müssen wir es in Reichweite bringen. Meine Leute können die Sokol bedienen, während wir es festsetzen. Wie sollen wir das anstellen? Indem wir es schnell mal eben einzäunen? Das könnte sogar funktionieren, Schwesterherz. Hä? Es ist verletzt. Die Energie, die von den Kernen ausstrahlt, würde den Rest, würde den Riesen weiter schwächen. Damit können wir ihn festsetzen. Genial, und dann geben wir ihm den Rest. Ja, genau. Reporting in. Jetzt frage ich mich gerade. Kann ich das jetzt mal machen? Ausgelastet und alles ergibt. Du warst schon im Level? So weit war ich gar nicht. Ja, war ich schon. Ich habe Zeug ausgewählt und dann war's. Du hast dir schon alles gebaut. Wie schnell ging das? Hab ich nicht, Mann! Achso, das hast du vorhin gemeint. Ja, stimmt. Ja, das habe ich vorhin gemeint. Da ist schon was. Hier, da hinten, da steht schon Zeug. Ich bin reich! Ich bin reich! Boah, warte mal, was ist das denn? Wieso bist du reich? Hast du jetzt alles das abgerissen oder was? Raketenturm ist das, ich dachte schon, wir hätten Anti-Air bekommen. Oh, Gauss-Geschütz, cool, so eins habe ich auch. Habe ich tatsächlich witzigerweise sogar dabei. Warum zur Hölle sollte man ein Labyrinth hier bauen? Direkt vom Spawn aus, wenn es zwei Spawns gibt. Egal. Ah, stimmt, hier ist ja auch einer. Ja, schön. Das heißt, wir hätten jetzt hier schon nochmal 30, 20, keine Ahnung, Plattformen. Ja. Zusätzliche. Soll ich dir helfen, die abzubauen? Oder willst du das so behalten? Ah, gib mir die dann. So. Glaubst du, ich will den Staudamm langlaufen. Die anderen DLC-Gegner kommen hier ja wahrscheinlich nicht mehr. Wahrscheinlich. Ja, das ist doch schön. Die scheinen wohl gebietsabhängig zu sein. Okay, ich habe irgendwie die Vermutung, dass das Wasser tödlich ist. Au. Hat gut, dass ich gewartet. Gibt's den Trick, das Zeug schneller abzubauen, als jedes Mal gedrückt zu halten? Nein. Willst du also komplett umbauen? Ich bin am überlegen, ob ich es nicht komplett umbaue, aber also ein bisschen umbaue. Ich will dann die von da hinten hier rüberleiten. Dann eine Damage-Zone, die sich lohnt, bauen. Ich meine, die Gegner von da rüber zu leiten, würde eine straight Linie brauchen, fertig. Dann wären die auch hier in dem Gang. Wenn die sich hier treffen, und hier langlatschen. Es ist halt die Frage, ob das nicht zu gerade ist für die Rhinochen. Kommen die Rhinochen? Hier kommen 12 von den, keine Ahnung, 9 anscheinend. Kommt mir nicht bekannt oh. vor. Bild kommt mir nicht bekannt vor. Ja, da brauchst du 300 Damage, um da durchzupowern. Ist natürlich unfair. 300 Damage. Scheiße, haben meine Waffen das überhaupt? Gatling kannst du schon mal vergessen. Elektroturm geht. Das ist nicht und das, was ich meine. Ich habe einen Gauss-Geschütz dabei. Das ist immer noch nicht das, was ich meine. Okay, wenn du das sagst. Ja, ich meine meine Waffen. Ach so. Oh. Gute Frage. Wir haben immer noch einen Schwachpunkt, nicht wahr? Also. Ja.
Also willst du gerade bauen? Zicke, zacke. einfach so. Ist eh breit genug, oder? Ja, also die tatsächliche Kill-Lane kommt dann später hier hinten hin, wo natürlich dann logischerweise beide reinkommen, reinlaufen, alle Gegner. Aber heißt ja nicht, dass wir die hier jetzt in Ruhe lassen. Ach, das Teil Reichweite, ey, das ist krass. This is gonna get him. Oh, ja. Das muss so bleiben. Ganz aktuell. So, ich spiele in der ersten Runde mal mit denen da, ja. Gucken wir mal, wie viel das ausmacht. Was sind das? Gauss. Was sind das? Okay, wenn die gut sind. 3500! Feuerrate 6. Dauert aber dann wahrscheinlich nicht lang, bis die schießen, oder? Ja. Stärkster Turm im Spiel. Na gut, soll ich noch was bauen, oder? Hast du Elektrotürme dabei? Ja, wieso? Mal, da wo du stehst, weil da kommen sie zu. Da wo ich stehe. Ja. Du hast noch wo? Ja, mehr als ein halt. Ach so. Ganze Linie willst du also. Ja, wenn es geht. Okay, get ready. Gegner sind im Anarsch. So. Ein Debuff. Mal den Schaden von vorne. Also, ich krieg sie zum Brennen. Was ja schon mal schön ist. Und leuchten tun sie wegen mir auch wieder. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Kann ich überhaupt dachte? Schwerer kleiner Läufer. So nennen die sich. Ja, doch, die haben Schwachstellen. Oh, die wollen nicht. Gut, wie hast du sie gestunt, bitte? Leichter? Keine Ahnung. Ich habe keinen Perk zum Stunnen, wenn ich mich irre. Ich habe hier linke Hände. Perks aber jetzt auch nicht umgehen, ja. Wenn ich nachlade, mache ich 30% extra Damage oder so ähnlich. 35%. Also irgendwie schaffen wir es ja scheinbar. Komm. Noch ein Schuss von dem Gauss-Geschütz. Schauen, ob die schießen, bevor die fertig sind. Ah ja. Gerade noch gelastet. Ja, da geht's ja dann gleich ab. Ist nur ein. Fragezeichen? Ich darf da nicht bauen. Nee, du darfst da nicht bauen. Nein, ich darf da nicht bauen, Dennis. Hä? Warum denn nicht? Hä? Ach, schau doch mal, wo die Gegner hingehen. Jetzt darf man da bauen. Ja, dann mach das, du hast den ja genommen. Okay. Ja, dann muss im Idealfall einfach hier zu sein. Können die ja sogar noch eins früher. Können wir die Kill-Area sogar noch eins früher machen, als ich dachte. Ja. Schön. So war das von mir gedacht, von dir nicht? Ja, habe ich irgendwie übersehen. Ich dachte, wir müssen sie hier reinleiten. Dann ist diese gerade Linie jetzt eigentlich erstmal egal. Dann können wir hier später noch was anderes machen. Also wenn du willst, baust du ruhig rum. Ich setze mal meine Gauss-Geschütze woanders hin. Killing off vermin, one tower at a time. Ich bin gar nicht sicher, werden die Dinger langsamer?
Dinger wären. Das sind ja deine. Wieso nennt sich der Violator? Weil er die Laws violated. I'm all set. Also, ich komme da von der Seite. Ja, fürs Erste. Sind halt alle gepanzert. Bis auf Kriegerärsche. Na, Wackelköpfe, natürlich. It's me. Shit. I can't build there. I can't build there. Hi. Hi. No, not yet.
Ready. Oh, das ist der neue. Ja, ich dachte, wir haben der andere schon neue. Andere neue. Okay. Wie besiegen wir den? Ich hab Angst. This is gonna get him. Konzentriere dich auf diese neuen Flieger. Ich weiß nicht, ob wir die schaffen. Was? Das sind Flieger, die 6 Stück? Keine Ahnung. Das sieht für mich ein Flügel aus, aber ich kann mich irren. Here they come. Ja, aber da trifft man den? Also überall. Ich mach den überall Schaden. Ja, ich mach viel Schaden, ich seh lauter viel. Oh, ja, schau mal, der hat sich jetzt eine Rüstung verpasst. Das mache ich ihm auch. Zum Glück macht mein Dot noch Schaden. Oh, aber die öffnen sich dann irgendwann wieder. Und bis sie dann wieder genug Schaden kassiert haben. Ja, ich hoffe, die fliegen in Reichweite von meinen Violator. Oder gar ausgeschickt. Weißt du, wo ist der? Was zur Hölle? Die haben das Ding doch nur für 3 Sekunden aufgenommen. Was zur Hölle? Wie sind da reintreffen? Ich weiß nicht, wie stark ihr Schutz ist. Ich kann es nochmal nachlesen. Shit, ich muss mich mal um die anderen Gegner kümmern. Die Gaussgeschütze dir geholfen oder hast du dir jetzt echt noch die Solo? Ich dachte, du machst dir den Kampfschaden. Hast du eine Ahnung, was der Rechtsklick von der Elektrowaffe ist? Ja, rund um dich herum kommt ein Punkt. Also solltest du in den Gegnern stehen. Ich habe mir aber nicht durchgelesen, wie stark das ist. All clear for now. Oh Mann. Ja, das ist ein bisschen ein störender Gegner. This will do it. 750 Damage Schild. Also nur wenn man mehr macht als das, kassieren sie noch. Also jetzt kommen die wieder nicht. Ja, seine Geschütze gehen ein bisschen zum Kern. Ich dachte, das ist der Verstärker, nicht der Range Upgrader, okay. Kriegen die in der Range, wenn ich die upgrade? Weiß ich nicht, vielleicht.
raid mal einen ab. Ja, Reichweite ist sogar ziemlich gut. Warum ist der Speicher so heiß? Was zur Hölle? Vielleicht ist er so. Okay. Ja, der ist gerade auf 90 Grad. Ja. Wir müssen die Schweber erledigen. Kommst du nicht so vor, wie jetzt wärst du worried? Ja, mein Laptop hatte mal 105. Ja, gesund ist es jetzt nicht mehr, denke ich auch. Ja, du willst nicht, dass ich ein Greenscreen habe. Beim letzten Mal war es bei 80 Grad, jetzt bei 90. Ich sag ja nur. Oh, hoffentlich schaffen wir das Level noch. Dann denke ich, ich tap mal raus. Geht's wieder ein bisschen runter. Warum ist das so heiß jetzt auf einmal? Was zur Hölle? Keine Ahnung, ich kann meine Fan-Curve nicht so präzise setzen. Also ich schaue mir hier die Settings an. Kann ich das irgendwie aggressiver machen? Ja, die sind halb auf Screen. Ja, danke. Jetzt kann ich die super greifen. Und auch super anschauen. Warum seid ihr halb auf Screen? Ich pausiere mal kurz. So. Ja, der lüftet schon lauter. Okay, ich glaube, das hat zumindest was gebracht, dass mein Lüfter früher angeht. Weil der Lüfter, der reagiert, glaube ich, gar nicht auf die Temperatur vom Speicher. Okay. Will ich dann anfangen? This is gonna get him. Soll ich da irgendwo was bauen? Ja, oder upgraden. Also wir haben ja noch Platz für Tower. Wenn du dieses normale Kanonending dabei hast, kannst du auch davon irgendwas bauen. Ich habe halt nur noch Gatlings, das lohnt sich irgendwie nicht. Nur weil da ein paar Schwämme dabei sind. Mach ich dann lieber so fertig. Wie weit gehen wir jetzt? Ah, nicht so weit da unten. Kommen die Fliegenden? Nein. Okay, get ready. Jetzt ist das ein Platz. Nein, klar.
Ja. Das Labyrinth sieht zwar leer aus, aber die werden ja die ganze Zeit durchgehend von den Violatern beschossen, wenn sie dann aus dem anderen Areal. Jetzt kommt da vorne die, aber die werden dann richtig zerfickt erscheinen. Willst du hier weiterbauen? Ja, grundsätzlich hatte ich schon vor, hier weiterzubauen. 10 gepanzerte Flieger und 10 normale Flieger. Ah, ja, okay. Ich würde mich dann um die Schweber kümmern, damit die nicht unsere Violator ablenken. This is gonna get him. Hast du noch Pause aktiv? Was? Wo? Du hast doch vorhin Pause gedrückt, deswegen. Ja, das habe ich deaktiviert, als ich reingekommen bin. So blöd bin ich jetzt nicht. Ja, wenn du nichts sagst, weiß ich nicht. All set. Kommt dann durch. Das heißt, das komplette Labyrinth auf deiner Seite ist schon Arsch. Was soll das für ein Arsch sein? Ja, schießen die Elektrotürme dann in die Luft? Ja. Sieht gut aus, ja. Dass ich hier safe ist, weil ich gar nicht mehr gescheit sehe. So. Ah. Gut, dass man im Spiel Probleme so ausstemmen kann. Was war dies doof? Sehr doof. Ich möchte Elektrotürme waffen. Ich kann nicht da. This will do it. This is gonna get him. Not enough tower bases. Oh Mist. Ich bin hinterm Zaun. Ich komme nicht mehr rein. Scheiße, da ist scheinbar eine unsichtbare Wand in der Luft über mir. Wie hast du das überhaupt hinbekommen? Ja, hier an der Ecke kann man rüberhüpfen. Oh, aber halt nur dort. Mach's nicht, du kommst da nicht mehr raus, du hast keine Knockback-Waffe wie ich. Ah, okay, da kommt man hoch. Kommst du auch rüber? Jetzt stehe ich hier. Oh, Gott. Hier kann man stehen. Sehr schön. Ah, aber das Dach ist nicht erreichbar. Ja, also, ich kann dir jetzt nicht wirklich helfen, um Suizid zu gehen. Let's get back in the game.
Oh, verdammt. Ich stehe hier gerne. Alles klar. Wand hinter mir, Digga, noch schön. Alle drehen sich den Rücken zu mir. Ich habe den Eindruck, sie sterben nicht schnell genug, aber halb so wild. Naja, sie sind ja noch in der ersten Kurve, da ist mir jetzt egal, aber ich werde trotzdem nicht. Achtung, ja. Er hat nur 13.000 Leben, weil die anderen Tank hier sind. Wird der gerade nicht priorisiert. Ah, okay. Weil die Gauss-Geschütze sind auf meiste Gesundheit eingestellt, weil es am meisten Sinn macht. Es hat alles eins, ja. Hat es 40? Kann ich das gar nicht machen, weil das zu klein ist. Dann mache ich halt einen Hänger. Okay, das gefällt mir nicht. Was genau passiert denn jetzt schon wieder? Was ist denn jetzt los mal an, was für ein Boss auf beiden Seiten kommt. Der links ist egal. Der wird nicht schießen, wenn wir nicht in seine Nähe gehen. Der wird violated. Der andere, der könnte problematisch sein. Dann überlegen, ob wir unsere Türme verschieben wollen oder nicht. Ja. Wird schon gehen, wir müssen ihn nur umlenken. Fällt mir trotzdem nicht. Tut mir das doch nicht an. Man könnte sich einer aus einem Boss fallen. Der hat nichts getroffen? Oh, oh, okay, doch, er hat was getroffen. Ah, das war vielleicht ein bisschen zu viel. Gefällt mir nicht ganz so gut. Huch! Achso, du kämpfst gegen den! Dachte, wir ignorieren den, damit der nicht angreift. Achso. Ich stand aber bei ihm da. Ich habe eigentlich nichts geschossen. Ich stand nur da. Ja, jetzt musst du dich halt um alles kümmern, was da so passiert. Ich weiß nicht. Macht er wirklich nichts, wenn man ihn ignoriert? Ich dachte eigentlich, der schießt im Allgemeinen auf uns, egal wo wir sind. Weiß ich nicht. Also wenn dem so ist, dann ja. Moin. Mein Gott, ja. Auf jeden Fall hat er jetzt auf mich geschossen, während ich mich um die anderen gekümmert habe. Also. Oh, der hatte noch fast volles Leben. Ja. Ich gerade eigentlich auf die anderen Fokusse, weil die mir gerade irgendwie mehr stören, weil er jetzt ganz viele Magnete fast gesprengt hat. Ja gut, wir haben die Violator, die kommen ja an dem seiner Rüstung vorbei. Der andere Boss ist fast hin, den ignoriere ich jetzt. Ach, mach auf, wie viel Damage zu machen, Alter. Also der andere Boss, der hat jetzt gar nicht mehr angegriffen. Gibt ihr jetzt noch mehr? Okay. Der ist jetzt auch down. Geh bitte nicht da rein. Geh bitte nicht da raus. Solange wir unsere Violator haben... Oh, der hat den 500 gemacht. Kranker Scheiß. Wir müssen dafür sorgen, dass er nach hinten schießt. Ja. Komm schon, Violator. Der ist ja wohl in eurer Reichweite. Ah, sehr gut. Wir gewinnen. Auf dem kleinen Popper. No surprise there.
Level 23. Ja, ich habe auch ein Level Up ganz knapp bekommen. Sehr schön. Gut, dann würde ich mal sagen, bewerten nicht vergessen und weiter geht's im nächsten Part. Ciao. Tschüss.